Hallo, mein Name ist Christina Vogel. 2012 und 2016 habe ich bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Teamsprint bzw. im Sprint auf der Radrennbahn gewonnen. Außerdem bin ich mehrfache Welt- und Europameisterin. Auch nach meinem Trainingsunfall 2018 liegt mir der Sport sehr am Herzen. Sehr viel Spaß macht es mir, Kinder für den Radsport zu begeistern oder mein Wissen als Sportexpertin weiterzugeben. Hauptberuflich arbeite ich als Polizistin bei der Bundespolizei. Schon während meiner Ausbildung bin ich mit den unterschiedlichsten Straftaten konfrontiert worden. Erschrocken bin ich über die vielen Wohnungseinbrüche und ihre Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Bewohner. Aus diesem Grund liegt mir das Thema besonders am Herzen. Denn für viele Opfer sind die psychischen Folgen eines Einbruchs oft deutlich schlimmer als der materielle Schaden. Sie fühlen sich nicht mehr sicher, können kaum noch schlafen und haben Angst. Deshalb gebe ich Ihnen heute einige Tipps, die helfen können, Einbrüche zu verhindern. Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran, gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden alles. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrem Wohnumfeld oder auf dem Nachbargrundstück. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Weitere Tipps finden Sie auf unserer Kampagnenseite unter www.kameneinbruch.de. Leben Sie sicher, Tag und Nacht. Ihre Christina Vogel.